Wahrsagerin werden jetzt entgegengenommen. Zu den Nachrichten. Ein gefährliches Tier ist dem Zoo von Grockle Bay entlaufen. Die Behörden haben zwar noch nicht bekannt gegeben, um welche Art Tier es sich handelt, aber Gerüchten zufolge handelt es sich um eine 3 Meter große Mischung aus hungrigem Tiger und wütendem Nashorn. Ist das nicht toll? Um es zu sehen, müsst ihr im Moment nicht einmal Eintritt zahlen. Übung. Bitte verhalten Sie sich so, als gäbe es ein Feuer. An der Kardiologie wird ein Krankenpfleger benötigt. Werden gebeten, während des Besuchs des Gesundheitsinspektors weniger krank und mehr geheilt auszusehen. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. You
Scheint, als ob die örtliche Bibliothek diese Woche zu drastischen Maßnahmen greifen will. Die Bibliothekarin Penelope Muffinger hat es wohl satt, dass so viele Leser die geliehenen Bücher nicht zurückgeben und droht, sich nachts in unsere Häuser zu schleichen und sie persönlich zurückzuholen. Also, wenn ihr morgens eure Cornflakes-Packungen in alphabetischer Reihenfolge und nach Kalorien sortiert findet, macht euch keinen Kopf. Die alte Penelope macht nur ihren Job. Durchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Patienten treffen jetzt an der Apotheke ein. Instandhaltung der Topferei erforderlich. Neu im Crumley Megamarkt. Die Fischhändler von Crumley. Wir verkaufen Altbekanntes und Unbekanntes und können Ihnen versichern, unser Fisch stinkt nicht. 25 Stunden am Tag. Das ist Radio 2 Point.
der jährlichen Preisverleihung. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Schabernack, bitte. Instandhaltung der Entleuchtungsklinik erforderlich. Stellt euch bitte alle einmal einen bunten Schmetterling vor, wie er im verträumten Rhythmus mit seinen farbenprächtigen Flügeln flattert. Ist das nicht ein traumhaftes Bild? Und in den Nachrichten heute, die Bürgermeisterin hat eine 100%ige Steuererhöhung angekündigt. Durchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Dringend die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Durchsage. Pflanzen benötigen Wasser.
wird um die Reparatur des Herzrasers gebeten. Und herzlichen Glückwunsch an alle Zuhörer, denn heute ist ein ganz besonderer Feiertag. Mein Geburtstag. Selbstverständlich wird die heutige Sendung ganz und gar dem Mann der Stunde gewidmet, dem Herzstück des County, dem Juwel von Radio Two Point, meiner Wenigkeit, Sir Nigel Bickleworth. Müssen manuell aufgefüllt werden. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Wird in der Arztpraxis benötigt.
Gerne denke ich an die Geburtstage meiner Kindheit zurück. Damals, als die Welt noch in Sepia getönt war und mich nichts glücklicher machte als ein neuer Holzreifen. Ich erinnere mich noch gut, wie der Geruch von Mutters Karamellpudding durchs Haus zog, während wir Kinder im Salon herumtobten und meine Schwester mal wieder ihre Lieblingsmurmel verschluckte. Lassen Sie uns wissen, welche meiner Kindheitserinnerungen Ihnen am besten gefällt. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Das Jahr ist fast vorüber. Instandhaltung der Entleuchtungsklinik erforderlich. In der heutigen Ausgabe von Bicklebirths Bewertungen nehme ich Geburtstagskerzen von Wickwock unter die Lupe, Flemingtons führenden Anbieter von Kerzen und ostasiatischem Küchenzubehör. Licht leuchtet, Flamme brennt, Aroma nicht völlig geruchlos, alles in allem eine löbliche Leistung.
Durchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden.